Hallo, liebe Schlangenfreunde, und herzlich willkommen hier bei Paladins. Das hier ist Maldamborn, im Hintergrund ist der Joel. Moinsen. Ich bin nicht ohne Grund hier, denn ich habe festgestellt, ich habe Maldamborn noch nicht wirklich gespielt und brauche dann natürlich noch ein entsprechendes Loadout für ihn. Und dachte, das machen wir mal zusammen. Dann könnt ihr euch mal angucken, wie wir uns unsere Loadout zusammenbasteln. Ja, Flaschenkürbis. Finde ich es ziemlich cool, dass die Attacke, die die Gegner über Dauer, glaube ich, Schaden zufügt und unsere Leute, die in diesem grünen Kreis sind, heilt. Daher werde ich da ein bisschen was machen. Klingt schon mal nicht verkehrt. Ich kann verborgene Gegner aufdecken. Ja, ne. Wir sorgen dafür, dass wir auf jeden Fall die Abklingzeit reduzieren. Das ist schon mal ganz gut von der Attacke. Dann die Geschossgeschwindigkeit wird erhöht. Naja, das ist nicht so interessant. Ansonsten, dass wir mehr Munition haben, auch nicht. Muss ich sagen, da fehlt irgendwie eine coole Karte für den Flaschenkürbis. Gucken wir uns mal weiter. Schlängeln, das ist unsere Fluchtattacke. Wir heilen uns. Heilen ist immer gut. Also wenn wir abhauen, sind wir ja in dieser Schlangenform sowieso nicht angreifbar. Das heißt, wir kriegen auch keinen Schaden, selbst wenn sie auf uns schießen. Wir können die Distanz nochmal erhöhen. Das heißt, wir können weiter flüchten. Was haben wir denn jetzt? Heilende Geister. Das müsste der Rechtsklick sein. Mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Nee, wir heilen pro Sekunde unseren Verbündeten. Das klingt gut. Oder erhalte 4% Schadensreduktion, während du einen Verbündeten mit heilenden Geister heilst. Nee, wir wollen dafür sorgen, dass wir weiter supporten und heilen. Und das ist auch sehr interessant. Reduziere nach einer Eliminierung alle Abklingzeiten um 10%. Die Frage ist, wie viele Eliminierung wir machen. Ja, wenn du genug heilst. Ich selber würde 5% mehr Heilung erhalten, wenn ich unter 50 Gesundheit bin. Das heißt, oh, die gefällt mir. 50%, ne? Ja. Das heißt, wenn ich mich in meine... Wenn ich mich in meine eigene, in meinen eigenen Kürbis, den ich ausgekippt habe, reinstelle, kriege ich mehr Heilung. Da machen wir sogar mit 10% Abklingzeit. Machen wir auch nochmal um 2 Sekunden, setzen wir auf 4. Wir können besser flüchten. Und den Rest lassen wir so. Ja. Also eine Mischung aus Flüchten und Heilen. Diesmal gar nicht auf Schaden oder sonst was. Wollen wir mal gucken, ob das Ganze dann auch aufgeht, das Deck. Ich habe auch letztens gesehen, es gibt auch extra Internetseiten, wo du als User eigene Kombinationen reinstellen kannst und andere können das bewerten. Und dann werden halt die Besten nach oben sortiert. Da sollten wir vielleicht auch mal schauen. Ja, das wusste ich gar nicht. Heilende Flucht nennen wir das Ganze mal. Fertig. Weil Mitch ja so ein Schisser ist und immer abzieht. Ja. Das heißt, ich kann jetzt so ein schönes Ranked-Game starten, ja? Ja, genau. Ich bin ja zwar nur Level 1 mit ihm und da kann ich ihn nicht kriegen, aber du kannst ein normales Spiel mal starten. Ich mache ein normales Spiel. Versuchen wir mal, ihn zu picken. Ansonsten können wir vielleicht mal appellieren an die Spieler, dass wir gerade ein LP aufnehmen und ich gerne mal ihn zeigen würde. Mal gucken. Ja, glaubst du wirklich, dass das klappt? Der kommt höchstens nur Hi YouTube oder sowas. Ja, Noob. Ja, da machen sie mich richtig fertig oder so. Ich sehe schon kommen. Mit deinem Skill auf YouTube? Oh Mann. Ja, ich hatte das mal bei einem anderen Let's Player gesehen. Der hat da irgendwie bei Age of Empires 2 ein Multiplayer-Spiel aufgemacht und hatte das Spiel extra was mit LP genannt, damit die Leute schneller bei ihm joinen. Und es hat tatsächlich funktioniert. Da stand LP, okay. Oh, klack, waren sie drin in seinem Spiel. Select. Ja, so, da ist er. Ne? Ja, ich habe ihn gekriegt. Du. Aber er ist ja auch nicht mehr so cool, ne? Der ist ja schon zu alt. Ist ja schon ein paar Wochen alt. Ich versuche nochmal Schalen. Na schon. Sehr gut. Wie ihr sehen könnt, ich habe ihn schon auf Level 1. Ja. War aber nicht so erfolgreich mit ihm. Ich muss mich erst einspielen. Ach, guck mal, Gold Dragon Level 2 Makoa. Das kann ja was werden. Sagt der Level 1. Ja. Maldamborn und der Level 1 Schalen. Ja. Jawohl. Das wird lustig. Sehr gut. Aber guck mal, die Teams sind fast gleich. Oh, also ja. Sind bei jedem Team nur zwei unterschiedliche. Stimmt.
Toll, dann kann ich gegen Charlene verlieren. Ui. Guck mal, der ist auch schon Level 9. Ja. Und der Maldamba auch. Juhu. Sehr gut. Ach, das wird ein Spaß. Ja, ich habe auch noch kein Kartenlayout mit ihm. Vergesse ich immer. Ich vergesse es echt immer. Durch die Abklingzeiten reduzieren. Oh, wir können rüber. Die Tore wurden geöffnet. Auf und geht's. Ich schlängle mich zum Gegner durch. Ich bin so ein, schon so ein fieser Schlingel, wa? Schlingel. Ja. Da hat er es jetzt aber. Oh ne, also Makor, ne? Du willst doch jetzt nicht da alleine oben rein. Da komme ich doch gar nicht hinterher. Nee, der versucht nur jemanden ranzuziehen. So. Oh, nicht schlecht. Gehe ich mal von aus. Hm. Dann werde ich mich mal. King stellt sich direkt vor die Tür. Ist auch nicht verkehrt. 3, 2, 1. Ich schmeiß mal direkt eine Heilung. Einmal wegschlängeln. Na, bin ich. Aber die Reichweite von seinem Schuss ist ja minimal. Mal gucken, wie hoch wir schießen müssen. Ja, sein Schuss ist echt nicht. Nein, siehst du, Charlene hat mich gekillt. Das war so klar. Ja, sein Schuss ist echt nicht so weit. Wir schlängeln uns mal weg. Mit 110 Leben. Ja, ein Schuss, ein Treffer. Deshalb, ich verstehe es auch nicht. Ich finde es ja merkwürdig, wie oft er aggressiv gespielt wird und auf Kills. Aber, naja. Bei Dumber jetzt. Ja, ja. Habe ich schon sehr häufig gesehen. So, Bobkeem, gib Gas, Junge. Sonst mache ich mir da ein bisschen hier Feuer unter deinem Hintern. Nicht, dass dein Hintern explodiert oder was. Oh Mann, die Witze heute sind echt herrlich. Na? Nein! Oh, ich bin einfach wieder zu schnell mit meiner Reaktion, ne? Das geht so gar nicht. Was heißt zu schnell mit der Reaktion? Ich bin zu schnell beim Hin- und Her-Wackeln. Zu unstatig. Oder wie man das nennen will. Wo sind sie hier alle? Erstmal die Mausgeschwindigkeit runterschrauben, glaube ich. Haben wir die Mausgeschwindigkeit runtergeschraubt. Unser Bomb King ist AFK. Na, sehr schön. Wow. Ja, Charlene steht hinter unseren Reihen und wartet drauf, dass ich um die Ecke komme. Er hat echt lange drauf gewartet. Ja. Schild. Bomb King ist immer noch AFK. Juhu. Das wäre schön, wenn er jetzt wirklich seine KI oder so starten würde. Ja, dauert nur leider sehr lange. Auch nicht schlecht. Der, unser Droxo stand da gerade irgendwie so schön. Dann kam der Gegner um die Ecke, klack, tot. Ja, der Maldamba vom Gegnerteam. Ich schieß gerade meine Mega-Schussreihe ab da und hab den fast gekillt, das stand er nicht. Da habe ich gerade meine Ulti gezündet. In dem Moment trifft mich natürlich die Eevee. Und dann auch noch mit einem Glücksschuss. Ey, ich laufe da voll noch rein in ihren Schuss. Bären-Charlene steht so, dass ich nichts sehen kann. Also, Bären-Charlene steht so, dass ich ihn nicht sehen kann. Ja. Ja, Switching Sides gibt einen 4 gegen 5. Das wird auf jeden Fall was. Egal. Das ist so. Das ist, ja, ich hatte das ja schon im anderen Spiel gesagt, dass zurzeit nicht nur die Situation, sondern dass wir auch sehr, sehr viele Anfänge hier im Spiel haben. Was teilweise sehr zu Frustration führt. Mhm. Aber was soll's. Ich will nicht nochmal mein Loadout neu machen. Das nehmen wir auf jeden Fall jetzt. Das ist mir jetzt völlig egal. So gehört sich das. Kriegt ihr jetzt zu sehen hier. Die fette Packung Realität. Ja, ist ja so, ne? Ja. Das ist so. So laufen 90% der Spieler. Zurzeit, ja. Gut, ich muss jetzt sagen, ne, ich bin jetzt gerade selber nicht die Oberbanane. Das liegt einfach daran, weil ich... ja, nicht gerade gut mit Charlene. Das, wieso stehen jetzt hier zu? Aber auch alle rum? Leute, soll ich jetzt noch Wagen pushen gehen oder was?
heilen. So kommt man übrigens dann schnell wieder raus aus der Situation, Fluchttaste drücken und sich selbst mal heilen. Wow. Ja, gut. So, Tank, also es wäre auch mal schön, ich würde dich ja auch heilen, wenn du mal Richtung Wagen gehen würdest, aber wenn ich schon zum Wagen gehen muss... Na komm. Geht nach vorne, Leute. Ja, der Tank ist auch mal wieder dabei, sehr schön. Ja, trotzdem. Da ist der andere Schalleben da. Ja, deswegen. Wo ist unser anderer Maldama? Mal gucken, ob ich ihn mehr hole. Ja, hat schon Bob gemacht. Ja. Juhu, erster Kill. Unglaublich. Nein, das stimmt nicht. 6 habe ich. Nee. Teil umschmeißen. So, komm. Och, der Maldamba gefällt mir. Ist ein schöner Supporter. Macht Spaß. Ist auch mal schön, wenn man nicht die Hauptverantwortung trägt als Tank oder so. Ja, das stimmt. Oder wenn man sich von dem anderen Charlene so fertig machen lässt. So easy going. Weißt du, jetzt ist der Bombking wieder da und ich habe das Gefühl, wir haben eine Chance. Ja, tatsächlich. Ist echt so. Ja, natürlich. Ich mache die ganze Arbeit und der holt ihn sich halt. Aber wir haben komm keine ran. Chance. Nee, schaffen es nicht mehr. Oh, wo seid ihr? Ich will meine Ulti zünden. Nein! Schmeiß sie einfach mal ins Nichts. Ich habe meine Ulti noch gezündet. So gehört sich das. Also, typische Aufnahme. Ja, das ist leider so. Ey, jetzt zeig nicht die Szene, wo ich den Typen platt mache und Androxus kommt die letzten 3 Leben klaut. Nein, okay. Ich finde, manchmal sieht man ja auch, wie schön groß die Hitbox ist, wie oft die Gegner daneben schießen und trotzdem Schaden machen. Also, auch wir natürlich, ne? Aber ja. Die Hitbox von den Helden ist schon relativ groß. Ja, besser Unterstützer! Juhu! Juhu! Und ansonsten... Ich gucke, 9-6, way! Und das, obwohl ich so schlecht war. 5-4. 29.000 Heilung. Gott. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber das war ja auch ein merkwürdiges Spiel. Ja, das stimmt. Gut, dann... Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Tschüss.